Das erste scheint hier dann wohl nichts mehr zu tun, zu geben. Hier steht Cedric rum. Du kannst... Nein. Den darfst du mal wieder belabern. Okay. Hier wird die Kehle so langsam trocken. Das ist Cedric. Ach du Scheiße. Aha. Ah, ein bekanntes Gesicht. Kommt und genießt die Show. Ich verspreche euch, es lenkt euch wunderbar vom Köpfen der Gegner ab. Oder was auch immer ihr so den ganzen Tag macht. Ich bin dann mal weg. Der war sehr ausführlich. Gut, dass der hier Kenner engagiert hat, der laut die Stimme hat. Ja. Und deshalb niemand da steht und okay, Kirmesbänder hat oder oben. Ein Bettler. Ein oder zwei Münzen, ekle Seele, ein oder zwei Münzen. Da kriegt er halt eins. Sehr gut, wieder Sympathie. Ja. Gut, dass ich auch immer Sympathie kriege, wenn du Geld gibst. Erzähl mir von dir. Oh, ich bin ein glücklicher Mann und jetzt ganz gewiss demütig. Es hat sich herausgestellt, dass es auch seine Vorteile hat, wenn man alles verliert. Wie habt ihr denn alles verloren? Ah, ich war so ein Narr, immer auf der Suche nach einer größeren Befriedigung als der, die ich bereits hatte. In meiner Torheit hätte ich auf den Rat dieser berüchtigten Wächterstatuen auf den westlichen Klippen... Ah ne, hörte. Achso, ist das dieser komische Springer, Klippenspringer? Dank ihrem Rat habe ich all mein Hab und Gut verloren, aber immerhin bin ich dadurch bescheiden geworden. Ich hatte gehört, dass ihnen nicht zu trauen sei, dass sie den Narren närrische Antworten gäben, aber irgendwie dachte ich würde eine Ausnahme sein. Sie sagten, ich würde Ruhm und Ehre erlangen, wenn ich auf all meinen weltlichen Besitz verzichten und zu einem frommen und demütigen Wesen werden würde. Meine Methode war das Feuer, das gründlichste aller Reinigungsmittel. Aber als mein Haus vor meinen Augen brannte, fühlte ich mich weder fromm noch erhaben. Ich fühlte nur das schwere Gewicht der Idiotie auf meiner Seele. Oh. Mal sprechen, das ist toll. Also scheint, der wurde wohl auch von den komischen Statuen da reingelegt, wie der Typ, der sich runtergestürzt hat. Das ist toll. Jetzt hast du mich angeklickt, jetzt habe ich zuerst gesprochen, das ist auch toll. Genau, ja, wie vorhin. Ja, nur anders drum. Richtig. Ja, diese Statuen, also sprichst du, was du sagst. Okay. Diese Statuen haben ihm also gesagt, dass er seinen weltlichen Besitztümern entsagen müsse, um ein geistiger Führer zu werden? Das ist absurd. Seit wann ist Armut eine Voraussetzung für Spiritualität? Ja. Ja, was soll ich jetzt so davon nehmen? Das weiß ich nicht. Ich möchte beides sagen. Dann erst das eine, dann das andere. Absurd. Das habe ich nicht vorher überhaupt gesagt. Gut, also dann. Stimme ich dir nur ausnahmsweise einfach zu. Cool. Richtig, ich werde meine Sachen nicht auf einen Scheiterhaufen werfen, in der Hoffnung, dass der Gestank meiner brennenden Hosen irgendeinen obskuren Geist zufriedenstellt. Ende. Gut. Materialistisch, sehr gut. Nur weil wir nichts entsagen wollen. Ja, ich hätte aber komisch, was ich jetzt im Moment kann mir nur googeln. Charakterzüge. Ja, ich wäre sehr spirituell geworden, wenn ich dir jetzt widersprochen hätte. Ich hätte nämlich auch sagen können, dass es sehr viele reiche Leute gibt, die sich mit ihrem Geld aber keine Freunde und keine Weisheit kaufen können. Hm. Okay. Also, ich finde, die Stadt ist ja schon irgendwie krass groß. Jo. Man darf ja auch, muss ja auch gleich mal am Anfang erstmal ein bisschen die Übersicht verlieren. Ja, das wäre ja unwitzig. Ja, darauf muss man sich einstellen. Seid gegrüßt. Greetings. Erzähl mir von dir. Legionär zu euren Diensten. Okay. Erzählt mir etwas über Zizial. Dieser Ort ist praktisch ein Grab.
Und die Cisialianer sind ständig auf unsere Aufmerksamkeit aus. Da ist ein Zombie in meinem Garten, ein Ork hat mein Baby gefressen, mein Schaf ist weg, oh welch Leid muss ich ertragen. Es findet kein Ende. Was wisst ihr über die Untotenplage? Ordentliche Soldaten sollten nicht gezwungen werden, gegen solch unnatürliche Abscheulichkeiten zu kämpfen. Wir schlitzten sie einst dutzendeweise Glied um Glied auf, nur um zu erleben, wie ein Großteil von ihnen aus dem Boden und aus lang verlassenen Kellern aufstieg. Verflucht sind ihre Seelen und verflucht sind auch die unseren, dass wir jeden verdammten Tag auf sie achten müssen. Erzählt mir etwas über die Legion. Hauptmann Aureus, der ranghöchste Offizier in Cisial, teilte sich seine Mahlzeiten mit Kötern in den Straßen, bis er von der Legion aufgegabelt wurde. Und schaut ihn euch heute an, berät sich mit Zauberern und Königen. Kommandiert sein eigenes Regiment. Das ist die Legion für euch. Könnt ihr mir etwas über die Orks erzählen? An einem Morgen vor 2 Wochen schreckte ich durch das Geräusch einer schrillen Trompete aus dem Schlaf. Jedem Legionär drehte sich der Magen um. Die Grenze war aufgebrochen. Im Rausch schwangen wir uns alle in die Stiefel, legten unsere Schwerter an und rannten zum Hafen. Die Orks warteten dort bereits auf uns. Wir kämpften wie verrückt und verloren viele gute Männer, doch ohne Arus' Eingriff wäre Cisial an jedem Tag verloren gewesen. Ich bin da mal weg. Das machst du wieder ganz toll. Ja, auf jeden Fall. Vor allem die Bänke. Die sind sehr praktisch. Sehr gut. An diesen komischen Aureus sollte man langsam mal aufsuchen. Ich dachte immer wieder was schicke, 2 Feuerpfeile. Cool. Hier ist eine Tür. Ob das dieses Hauptquartier ist? Hier sind ganz schön viele Wege vor allem. Ja. Und die Map ist auch nicht gerade so aussagekräftig. Nee. Hauptquartier der Legion. Wie ah, da ist dieser Kerle. Aureus. Was macht dieser Kerl hier? Du darfst mit ihm reden. Okay. Oh je, der Aureus. Was haben wir denn hier? Einen sogenannten Quellenjäger, hm? Ha! Erledigt eure Angelegenheiten hier in Cisial, aber sorgt für keinen Ärger und kommt der Legion nicht in die Quere, habt ihr verstanden? Ich habe genug um die Ohren mit den Erkundungen im feindlichen Gebiet. Lasst uns über Jakes Ermordung sprechen. Bei den Göttern. Irgend so ein Politiker segnet das Zeitliche und alle drehen durch. Lächerlich. Ich habe diesem Möchtegern-Zauberer Alhu gesagt, er soll die Sache auf sich beruhen lassen, aber er musste sich an die Quellenjäger wenden. Verdammte Zauberer. Sie sehen Taubendreck und denken, es steckt Quellenmagie dahinter. Dennoch möchte ich auf dem Laufenden gehalten werden, verstanden? Ich habe das Kommando in... Oh Mann. Kommando in dieser Stadt. Nicht Bürgermeister Tetil, oh Mann. Nicht Arhu und ganz bestimmt nicht irgendein ambitionierter Quellenjäger. Untersucht von mir aus Jakes Tod, wenn euch das so wichtig ist. Aber ihr erstattet mir Bericht, sobald euch etwas Ungewöhnliches auffällt. Der Tatort ist drüben im Gasthaus zur Königsgrabbe. Sagt der Wache, dass ihr meine Erlaubnis habt, ihn zu betreten. Und jetzt raus mit euch! Lasst uns das Thema wechseln. Sehr gut. Oh, jo, das ist alles so uninteressant. Ich bin da mal weg. Gut. Guck mal, hier geht's Treppen hoch und Treppen runter. Gehen wir erstmal Treppen hoch. Mann, immer dieses Scheiße, darf man nichts aufhassen. Finger weg. Guck mal, das ist Ahu. Wo ist der? Da, die Katze. Aha. Das war doch vorhin noch ein Typ mit den weißen Dreads. Ja, das sind jetzt die weiße Katze, wo er eben. Okay. Quellenjäger. Willkommen in meiner bescheidenen Werkstatt. Kein Grund, so überrascht zu schauen. Ich bin es, Arhu, in meiner anderen bevorzugten Form. Bevorzugt. Also männliche Professor McGonagall. Ja. Da die Katze jetzt aus dem Sack ist, was kann ich für euch tun? Ach, deshalb hat er es so mit Katze. Habe ich mich ja vorhin schon gefragt. Ah, stimmt, Jo. Ja, er schließt sich das.
Wie wäre es, wenn ihr mir etwas mehr von euch erzählen würdet, Aru? Aber selbstverständlich, was möchtet ihr wissen? Wer oder er, was seid ihr? Oh, ich bin nur ein Zauberer und Beschützer von Mensch und Tier. Mein Körper ist wie jeder andere dem Verfall ausgesetzt, aber mein Geist ist ein Lichtfunke aus der ewigen Sonne, die die kosmische Seele ist. Meine Aufgabe auf dieser Erde ist es, das Herz der Natur zu schützen, das absolute Gegenteil des Plans, der von Dämonen und den Herrschern der Toten geschmiedet wird. Daher beteilige ich mich an den Vorgängen hier in Cisial. Wisst ihr, mein einziger Wunsch ist eine Welt, in der jede Mutter sich umschauen und beruhigt schnurren kann, weil sie weiß, dass ihre Küken, Kinder, Welpen oder Kälber aufwachsen, ohne die Bedeutung von Gefahr zu kennen, die Auslöschung von Angst. Zu meinem großen Bedauern schnurrt noch keiner von ihnen. Ihr könnt also die Gestalt einer Katze annehmen und zieht diese der menschlichen vor. So in etwa, ja. Sich zu verwandeln war immer eine meiner Lieblingsbeschäftigungen und ich tue es ziemlich häufig. Überrascht es euch, dass ich am liebsten die Gestalt einer Katze annehme? Ha, das ist bei vielen so. Ja, bei uns nicht. Ja, andererseits habt ihr nicht erlebt, wie weit gewisse Grenzen zurückgedrängt werden, wenn ihr das Reich der Instinkte betretet. Selbst artikulierte Sprache, vielleicht die größte Errungenschaft der Menschheit, kann so etwas untrennbar Angeborenes nicht ausdrücken. Es ist praktisch, sich in mehr als Katzenlauten zu unterhalten, kein Zweifel. Opponierbare Daumen. Ich könnte ohne sie keine Tränke brauen oder Maschinen herstellen, das kann ich offen zugeben. Aber bei Nacht draußen zu sein, auf leisen Pfoten umherzuschleichen und zu jagen, mit nur dem Mond als Zeugen, ihr könnt euch unmöglich diesen Nervenkitzel vorstellen. Ist es nicht gefährlich, sich so zu verwandeln wie ihr? Was, wenn ihr in einer anderen Form stecken bleibt? Oh, das wird niemals passieren. Zugegeben, eine Hexe könnte dafür sorgen, dass die Verwandlung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, wenn sie mich verzaubert, während ich eine Katze bin. Was bedeutet, dass ich einfach vorsichtig in Gegenwart von Hexen sein muss, richtig? Ich bin mein eigener Zauberer, wisst ihr, und ich habe nicht vor, mich jemand anzuschließen. Lasst uns über das Geschäft eines Quellenjägers reden. Gewiss. Lasst uns über Jakes Ermordung sprechen. Selbstverständlich, ich hoffe, eure Nachforschungen führen zum Ziel. Was ist in der Mordnacht geschehen? Ich kann nur ein paar Happen aus der Gerüchteküche in eine eher enttäuschende Mahlzeit zusammenbrauen, fürchte ich. Es heißt, dass nach Mitternacht eine Frau im Gasthaus zur Königskrabbe eingetroffen ist. Sie hat sich ein Zimmer im Erdgeschoss genommen, wohin ihr kurz darauf ein Mann gefolgt ist, der für Stunden vor demselben Glas Wein saß. Ich sage Mann und Frau, da beide verschleiert waren und unerkannt geblieben sind. Ungefähr eine Stunde später ist eine weitere Gestalt erschienen und im gleichen Zimmer verschwunden. Kurz darauf habe ich einen schrecklichen Lärm gehört und die wenigen verbleibenden Gäste berichteten vom donnernden Licht der Magie. Es hat eine Weile gedauert, bis der Gastwirt den Mut hatte, das Zimmer zu betreten, in dem der mysteriöse Vorfall stattgefunden hatte. Als er es schließlich tat, fand er Jake dort, tot. Niemand weiß, woher und warum er gekommen ist, aber ich konnte einen guten Blick auf den Tatort werfen, bevor die Legion den Zutritt versperrt hat. Ich habe die Spuren böser Magie gespürt, Quellenmagie ohne Zweifel. Wer sind eurer Ansicht nach die Verdächtigen? Ich nicht, jedoch hat der Rest der Stadt Jakes Frau Esmeralda gedanklich bereits den Prozess gemacht und sie verurteilt. Es erscheint erwiesen zu sein, dass sie die Schuldige ist. Ich behaupte nicht, dass ich von ihrer Unschuld überzeugt bin, aber lasst es mich so ausdrücken. Wenn ich wirklich der Ansicht wäre, dass dieser Mordfall so einfach aufgeklärt werden kann, hätte ich nicht nach Quellenjägern verlangt. Oh Mann. Na, ja, ich glaube, ich sollte dann hier mal Aufnahmestopp machen. Oh, du kannst dich gerade mal noch kurz aufs Bett legen und testen, ob dann dein Leben aufgeladen wird. Wenn ich ganz nah draußen zoome, verschwindet irgendwie mein Kopf. Ja, wird aufgeladen. Das ist herrlich. Ja, mein Kopf verschwindet auch. Sieht gut aus. Das ist doch jetzt ein schöner Abschluss für diese Folge. Die zwei kopflosen und schlafenden Helden. Das bleibe noch zurück, damit man die Köpfe sieht. Das sieht, finde ich, uns ordentlich aus. Gut. Noch besser. Ja. Also dann sagen wir mal Tschüss. Und bis demnächst. Ja, bis gleich, ne? Tschüss.